nochmal 4 Schlagabtausche. Ey, besser lesen als verkacken. So, einmal schnicken, wer anfängt. Ach, okay, ja, man fängt an. Schiffrock, let's go. Oh, geile Beats, die hab ich alle gepickt. Ah, yeah, yeah. Nehmt doch mal die Hände hoch zum Schluss. Ah, ah, ah. Jeder weiß genau, ey, ich freestyle mit Druck. Hier steht Tommy, aber hier kommt der Genuss. Ah, endlich bin ich draußen, weil das bedeutet, jetzt kann ich richtig saufen. Was geht ab, ey, du redest grad nur Käse. Hier kommt der Genuss, zu viel Mayonnaise. Oh, was geht ab, Digga, du bist echt kein Kasper. Es ist Tommy too late, ab heute dieser Hustler. Ah, ich bring Punchlines mies gegen Tommy, yo. Ah, rappen bleibt lieber dein Hobby, Bro. Yeah, ey, es ist Tommy too late. Ne Punchline befördert ihn aus diesem Sonnensystem. Ja, du machst Punchlines, aber ey, die will keiner. Deine Frisur sieht aus wie Deckel von nem Mülleimer. Oh, ey, eigentlich Boss, das ist ja mein AKA, leider nur Scheiße im Kopf. Er glaubt, mit der Line hätte er mich grad zerstört. Doch ich ficke deinen Kopf, so als wär ich sein Friseur. Jeder weiß, ich komme an das Mikrofon wie Nerd. Und deswegen bin ich wieder mal perfekt wie der Sir. Ja, in dem Battle mach ich auf jeden Fall Kadaver. Ich bin dein Friseur, Rasierklinge, Halsschlagader. So sieht's aus, du wirst heute verbluten. Deine Parts sind zu wack, Mann, die muss man leider muten. Oh, halt deine Fresse, Tommy, too late. Wenn du rappst, dann riecht es bisschen nach Fotzensekret. Also scheiß mal drauf, weil ich dich hier grad raushau. Oh, moderier mal lieber hier die Stauschau. Ja, das Fotzensekret, das hast du grad gesucht. Das klebt noch an, ich hab gestern deine Mom besucht. Weißt du aus, Digga, ich bin immer Rapper. Deine Mom war da und zufällig auch noch deine Schwester. Ah, du weißt genau, diese Line, die rächt sich. Ah, meine Mutter ist schon weit über 60, aber ganz okay. Du bist so Mitte 30 und seitdem auch locker in der Midlife-Crisis. Ja, über 60, aber ich kann das echt leiden. Ihr wisst doch, wie es ist, auf alten Pferden lernt man reiten. Time, macht mal Lärm für das! Match schon den dritten Platz! Boah, mein Deutscher. So, alles klar. Wenn ihr meint, dass Tommy too late den dritten Platz kriegt, dann macht mal Lärm! Wenn ihr meint, dass Ja-Mann den Platz verdient hat, dann macht mal Lärm! Das sieht für mich mehr nach Tommy too late aus. Ich frage aber nochmal: Tommy too late? Ja-Mann? Alles klar. Dritter Platz geht an Tommy too late. Dankeschön.